So, wie ihr wisst, fahre ich jetzt ja nach Schweden zusammen mit der Kamerafrau, also der Kasia. Und wir haben dort eine Kanutour geplant und dann noch ein paar Tage in einer abgelegenen Holzhütte, ohne Strom, ohne Wasser und ohne allem drum und dran. Und da kam über Instagram regelmäßig die Frage auf, was genau denn jetzt unsere Ausrüstung ist, was wir alles mitnehmen. Und ja, die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und wie man sieht, ist das Ganze doch recht überschaubar. Aber gehen wir mal ins Detail. Das Ganze ist natürlich ein bisschen quick and dirty gehalten und so. Ihr seht es halt bei mir auch einfach nur im Flur. Ja, weil ich euch einfach nur kurz diese Impressionen zeigen wollte. Ja, so spektakulär wird das Ganze auch nicht. Aber nun gut. Wie ihr in meinem letzten Video ja schon gesehen habt, habe ich mir diese tschechischen Schlafsäcke besorgt. Das ist der da hier. Und da hat der ein oder andere gesagt, ja, das ist doch alles viel zu groß und viel zu schwer. Warum ich mir nicht was anderes genommen habe. Hier muss man dazu sagen, dass ich den ja nicht durch die Gegend tragen muss, sondern ich habe den jetzt im Auto, fahre mit der Fähre nach Schweden, von dort aus weiter mit dem Auto nach Norden, um dann in ein Kanu zu gehen und lege den quasi nur vom Auto ins Kanu und muss den ja nicht rumtragen. Und später in der Hütte ist es ja wie ein Bettersatz, da muss ich ihn auch nicht tragen. Wenn die Tour dann fertig ist, kommt das Ding wieder zurück ins Auto und ich juckle wieder nach Hause. Ja, von dem her war das Gewicht jetzt nicht so, ja, wichtig für mich, sondern eher der Komfort. Das Ding ist mittlerweile auch komplett gewaschen, innen als auch außen, ein bisschen nachimprägniert und ist soweit alles fertig. Wer sich dafür interessiert, ich habe da das vorletzte Video, handelt sich nur um diesen Schlafsack. Schaut da also gerne rein. Ich verlinke euch das dann hier auch nochmal. So, weiter geht das mit der Hängematte. Das ist diese hier. Jo. Die benutze ich je nachdem, wo wir eben in Schweden sein werden, wo wir anlanden werden. Da gibt es ja immer so vorgefertigte kleine Lagerplätze, die man anlaufen kann. Oder dann eben ja, so ähnlich wie Wildcampen. Das heißt, wir werden hier wieder unsere Bodenstation machen mit der Isomatte, Quatsch, mit der Hängematte. Ja, da gibt es ja auch schon etliche Videos drüber, wie der Aufbau da genau funktioniert. Klickt euch da gerne also einfach nochmal durch. Und hier entsprechend auch das Dach dazu. Ja? Das ist jetzt auch nicht ganz so unwichtig. Wir hoffen halt auf gutes Wetter, aber man weiß es nicht. So, das ist also einfach nur Plan B Setup. Das Ganze kommt natürlich dann noch mit so Riemen, um sich das besser an Bäumen festzumachen, wenn der Abstand mal ein bisschen größer ist. Ja, das ist einfach noch mit dabei. Dann habe ich hier wieder meine All-Time Trusted Säge. Die ist selbstverständlich sowas von dabei. Und natürlich meine Axt. Survival Deutschland, die wo schon länger dabei sind, die kennen die noch. Die wurde mir damals handgeschmiedet. Die geht jetzt auch mit auf Reise. Der Zerstörer, also mein großes Haumesser, bleibt hier, weil ich einfach nicht riskieren möchte, dass es Ärger gibt. Ich meine, ich war auf später dann auf dem Rückweg, einmal durch Schweden dann eben, dann durch Dänemark, dann nochmal die deutsche Grenze. Es sind mir einfach zu viele Grenzen, wo es Ärger geben könnte, unnötige Labereien. Deswegen lasse ich das weg und beschränke mich jetzt einfach auf diese Hardware und habe dann eben als Messer dann noch mein Taschenmesser dabei. Ja. Wird reichen. Dann habe ich noch dabei ein Essgeschirr. Ja, da ist auch alles Mögliche mit drin, was man halt so brauchen könnte. Kennt jeder von euch, denke ich. Sieht einfach so aus. Ja, ihr seht, alles gut gebraucht. Das vergammelt hier also nicht, das Zeug. Da kannst du hier eben so eine kleine Pfanne haben. So, oder kannst eben Zeug nebenher kochen. Putzschwamm. Ja, dann nochmal so ein Kochteil und hier die Greifzange, um das hier nachher festzuheben. Ich denke, das kennt aber jeder, das muss man nicht nochmal separat zeigen. So, ich lege das mal hier weg. Dann habe ich noch dabei einen Drangia-Kocher von schwedischem Militär. Das sieht so aus, hast du innen so ein Klappsystem. Da kannst du dann hier die Becher reinstellen, ja, damit das schön von der Flamme weg ist. Und das Ganze dann eben mit einem Spiritusbrenner, der dann eben noch in diese Transportding hier reinkommt. Das wiederum habe ich alles vom JJ, vom Zeughaus. Diese Facebook-Gruppe, die ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, der kauft dir immer Depotware und da kriegst du das Zeug super günstig geschossen. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Link zu dem seiner Seite unten reinpacken, für die, die da noch nicht sind. Jo, wenn es interessiert, wie gesagt, einfach reinschauen und ansonsten halt nicht. So. Und dann habe ich jetzt die Wahl gehabt zwischen dieser Wolldecke und ich habe in meinem letzten Video, habe ich ja auch noch gezeigt gehabt, dass ich die Schweizer Armee-Wolldecke habe. Die ist jetzt vom Packmaß mehr als das Doppelte von der hier. So, und jetzt hatten wir die Entscheidung,
Sollen wir die Schweizer Decke nehmen oder die nehmen? Und wir haben uns jetzt wohl auf diese hier geeinigt. Wie gesagt, aufs Gewicht kommt es nicht wirklich an, sondern einfach auch von der Raumplatzmenge im Fahrzeug. Ja, wir haben nur so einen kleinen Opel, da passt also nicht so viel rein. Und wir haben mal so ein bisschen Probe gebackt und gepackt und das nimmt schon alles extrem viel Platz weg. Und das ist tatsächlich der einzige Grund, warum wir die genommen haben, um einfach mehr Platz im Auto zu gewinnen. Wie gesagt, zwei von denen sind weniger als eine Schweizer Armeedecke und wir haben zwei von denen. Also das ist so ein kompaktes Ding gewesen. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt einfach für die hier entschieden. Dann geht das Ganze noch mit der Isomatte. Das ist so eine selbst aufblasbare, wie so eine Thermarest. Die ist halt vom Militär. Die habe ich auch bei Jürgen, also beim Zeughaus bestellt. So wie diese zwei Sachen und auch den Schlafsack. Ja. So. Dann habe ich noch dabei ein richtig, richtig geiles Fernglas für die Tiere, die wir hoffentlich sehen werden. Und das ist ein Steiner Fernglas mit Entfernungsmesser und aus dem Zeug. Aber dazu wird es dann wahrscheinlich nochmal ein extra Video geben. Falls es gewünscht ist, schreibt es natürlich auch gerne mal unten in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Ja. So, dann haben wir das hier. Dann habe ich hier drüben noch einen kleinen Besteckkasten, wenn man so möchte. Das heißt, das hier ist jetzt gedacht für reines Wasser abkochen, wenn du Kaffee oder Tee haben möchtest, so ein kleiner Pott. In diesem Pott ist natürlich wieder meine Titantasse mit drin, der dann eben hier schön schnell draufgestellt werden kann, wenn du Kaffee haben willst. Wasser eben vorher abgekocht, dann hier rein und ab dafür für den Kaffee. Dann ganz normales Besteck. Ja. Und natürlich meinen Bohrer, falls ich wieder was bauen möchte. Ja, das ist dieser ja, Bushcraft-Bohrer, sage ich jetzt einfach mal. Darüber habe ich ja auch erst vor kurzem ein Video gemacht. Damit kann man sich halt draußen richtig schöne Sachen bauen. Und wenn wir da 4 Tage in so einer Hütte sind, denke ich mal, habe ich ausreichend Zeit, noch mal ein paar Sachen zu probieren, zu experimentieren. Und ich hoffe, dass da noch was Gutes bei rumkommt. Dann eben mit dem Handstück, was ich da geschnitzt hatte. Das kommt auch mit. So. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen Wasser. Ob wir es brauchen werden, weiß ich nicht, weil da, wo wir sind, hat das Wasser tatsächlich Trinkwasserqualität. Ja, also wir können da direkt aus dem See trinken, aber ja, für die Zwischenzeit, für die Fahrt oder wie auch immer, dann eben ja, normales Wasser. Ah ja, die Pfanne habe ich vergessen. Moment, die Pfanne habe ich vergessen. Ja, und dann habe ich hier eben noch meine handgeschmiedete Pfanne mit dem Feuerfuß. Und eben der Pfanne. Die kommt natürlich auch mit, denn wir haben auch ordentlich an Verpflegung eingepackt. Ja, das ist ja keine Survival-Tour in dem Sinne, sondern es ist Sommerurlaub. Und dementsprechend haben wir auch gut Essen dabei. Also wir werden fürstlichst speisen. Moment, ich zeige euch das. Das ist quasi das Essen, Süßigkeiten, Kaffee und was man sonst so alles brauchen kann. Jo, so die Richtung und ein paar kleine Zusätze werden wir uns da oben noch holen, aber ansonsten ist das unsere Verpflegungskiste. Ja, im Großen und Ganzen war es das von der Ausrüstung her. Jetzt kommt nur noch der Schlafsack von der Kasche dazu und natürlich die Solarstation, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Verlinke ich euch gerne nochmal hier. Jo, damit ich unterwegs einfach arbeiten kann, Datensicherung machen kann und so weiter, ist natürlich entscheidend. Jo, ist schon zu oft vorgekommen, dass SD-Karten unterwegs kaputt gegangen oder verloren gegangen sind. Und so kann ich einfach Datensicherung machen und dann ist das alles schick. Jo, ansonsten kommt da noch so eine Taschenlampe dazu oder ein Feuerstahl oder irgendwie so eine andere Kleinigkeit. Aber im Großen und Ganzen war es das. Jo. Habt ihr euch was vergessen? Also, falls ich was vergessen haben sollte, das fällt euch jetzt auf, schreibt das mal bitte unten in die Kommentare, dass ich das dann schön auf einer Insel in Schweden dann lesen kann. Denn wenn du dieses Video siehst, bin ich schon auf dem Kanu, schon auf hoher See und stelle wahrscheinlich ja, zornig fest, verdammt, da habe ich jetzt aber richtig was vergessen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ansonsten, ich habe jetzt Instagram, Quatsch, ich habe jetzt Internet auf meinem Handy, weil ich euch unterwegs schon Instagram Stories zeigen möchte, Bilder hochladen möchte und so. Es lohnt sich also auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Ich habe Internet auch nur für den Zeitraum, wo ich da bin. Wenn ich zurück bin, wird das alles wieder gecancelt. Ja, so ein Prepaid-Teil halt, ne? Aber ich kann halt versuchen und ich versuche auch einen Livestream zu machen auf Instagram. Also wer das Ganze ein bisschen mitverfolgen möchte, auch von der Kascha natürlich, die macht ja immer diese fiesen Behind-the-Scene-Aufnahmen, schaut da also gerne vorbei.
würde uns natürlich super freuen, euch dort zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, ich hoffe, wir schaffen es gut über das Wasser. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video, wenn ihr abonniert. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.